Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, mir geht's wieder ein bisschen besser. Ich konnte danach wirklich, nach den letzten beiden Aufnahmen, hatte ich ja erwähnt, also 2 Tage eigentlich nicht aufnehmen. Stimmtechnisch wäre das eine Katastrophe gewesen, husttechnisch auch und nasenlauftechnisch ebenso. Aber heute geht's wieder los und ihr seht's vielleicht schon, sieht ein bisschen merkwürdig vor uns aus, aber ich schalte erstmal raus. Ich bin eine ganze Ecke geflogen, hier hinten ist unsere Heimat. Ich weiß gerade gar nicht, wer das hier drüben ist. Der ist ja schon die ganze Zeit. So. Das ist nämlich jemand aus der EliteDangerous.de PvE-Gruppe. Aha. Wen haben wir denn da? Wird mir das irgendwo angezeigt? Müsste doch, oder? Hier? Aha. Die Mistress Lilith. So, so. Was gibt's denn da? Ich würde da ja am liebsten mal hin, es sind nur 1808 Lichtjahre noch, denn ganz ehrlich, ich bin jetzt auch schon, ich frage die gleich mal, was er da macht, mal jetzt hier grob zurück, halt, Schwachsinn, das sind wir, komm schon, ich habe es gar nicht im Kopf, wie weit wir wechseln, sonst würde ich sagen, so, hier irgendwo, hier oben, da ist unsere Heimat, da, so, können wir jetzt nicht auswählen, weil der Stern nicht vorhanden ist. Ich nehme jetzt mal den nächsten hier unten. Egal, wir sind, naja, 6300 Lichtjahre ungefähr entfernt von zu Hause. Und ich habe hier jetzt ein nettes System gefunden. Wir sehen schon direkt vor uns so ein kleiner Planet. Sieht aus wie ein, ja, wie ein Radieschen, würde ich jetzt mal sagen. Die sind beide relativ klein, auch sehr nah am Hauptgestirn. Die beiden sind das, gerade mal 17, alle beide 17,24 Lichtsekunden entfernt. Haben auch jeweils nur einen Radius von 440 und hier 373 Kilometer, auf dem wir sind. Und der größere, dieses Radieschen, 440 Kilometer ungefähr. Und ich habe zwischendurch so ein paar nette Aufnahmen immer mal gemacht und hatte mal vor 2, 3 Tagen oder so ein kleines extra Video dazu hochgeladen. Da hatte ich mal Bock drauf. Und da haben wir gerade gesehen, der vor uns, der Planet, der hat sich jetzt sehr ruckartig bewegt. Ich weiß nicht, ob wir es noch versehen, ob das eine Weile dauert. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil der einfach nur relativ klein ist. Denn wir waren ja schon auf Planeten, die sich richtig schön umkreist haben, ohne dass man dann so eine Abstufung gesehen hat. Also, dass die sozusagen gesprungen sind auf ihre Umlaufbahn. Bei dem hier jetzt schon. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, weil die so klein sind. Ja, da jetzt wieder so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal hier aus. So, wir setzen mal ab und vielleicht finden wir ja hier Polonium. Ich suche es nämlich immer noch. Hab zwischendurch immer mal gehalten, bin mal auf einem übellang rumgedüst. Und mal schauen, ob das überhaupt Spaß macht. Ich glaube, so lange bleiben wir nicht. Vielleicht gucken wir uns den anderen hier gegenüber nochmal an. Der sieht ganz nett eigentlich aus. Aber ich bin extra auf dem hier gelandet, damit wir auf den anderen halt drauf schauen können. So, zack. Nehmen wir den wieder als Anhaltspunkt. Der sieht merkwürdig aus, ne? Also diese Beule da oben drauf. Sehr merkwürdig geformt für, naja, was hat er, 440 Kilometer Radius? Oh. Achso, was haben wir hier für G-Kräfte? 0,05. Das ist natürlich äußerst wenig. Aber umso besser für uns. Ach genau, ja, hier rechts und links war ja so ein Krater. Ich habe da mal so in der Mitte irgendwo geparkt. Da ist auch noch einer, oder da ist Kraterception. Krater im Krater, im Krater, im Krater. Hm, hier drüben nicht ganz so auffällig. Okay, ich bin jetzt gefühlt, wie weit bin ich denn jetzt gesprungen? Bestimmt einige hundert Meter. Ruhig. Wie weit ist denn eigentlich unser Raumschiff entfernt? Fast 1,5 Kilometer bin ich jetzt echt so weit gedüst. War das ja Wahnsinn. So, wartet mal, wir haben hier unten. Eigentlich was Nettes, was ich mitnehmen würde zum Abbauen. Wie gesagt, Polonium fehlt immer noch. Hier ist so wenig Schwerkraft, wir können auf den seinen Schwesterplaneten rüberspringen. So.
Auf der einen Seite ist es so immer relativ entspannt. Man kann so ganz gut auf Planeten vorwärts kommen, wenn die Schwerkraft so gering ist und es nicht so hügelig gerade irgendwo ist, dass man da nicht jedes Mal, wie jetzt hier gerade so zur Seite geschleudert wird. So, was liegt denn hier vorn rum? Hier ist er schon. Ausbiss. Kohlenstoff. Ach, ich mache mir nicht mehr die Mühe, ich gucke jetzt hier drüben rein. Phosphor, Mangan, Phosphor, Kohlenstoff. Nee. Ach, genau, ich habe zwischendurch auf so einem anderen Planeten eine Sonde gefunden. Da war ich übrigens schon bestimmt 5000 oder auch schon 6000 Lichtjahre entfernt von zu Hause. Find so einen kleinen abgestürzte Sonde. So eine Boje, so eine Navigationsboje oder was das war. So, pass mal auf, hab das Ding gescannt, da gab es ganze 2500 Credits für. Boah, wenn sich das nicht gelohnt hat. Also das ist echt Schwachsinn. Können Sie von mir aus rauspatchen? Ich dachte ja, dass sie mal gemeint haben, dass es da je nach Abstand mehr Geld für gibt, aber habe ich ja nicht mal die Verschleißteile drin. Das lief mir oder das Ding lag zufällig im Weg vor mir rum, deswegen hatte ich das eigentlich bloß mitgenommen. Speziell danach gesucht hatte ich nicht. Hier liegt auch wieder irgendwo sowas rum, aber ich lasse es. Ich will bloß hier vor zu dem nächsten Material nochmal. Oder zum nächsten Mineral. Achtung! Brocken. Das war knapp. So. Hops. Davon ist es. Was ist das, wieder Ausbiss? Nee. Oder? Doch. So, die Dinger, die oben sind, sind am nächsten an uns dran. Also Eisen, Nickel, Chrom, Eisen, Phosphor. Auch nichts dabei. Schade. Ah, okay, schade. Die ASP, die ist schon abgehoben. Sonst wäre ich direkt zurück. Naja, gut, dann düsen wir noch mal ein bisschen in die Richtung. Von mir aus können wir mal. Ich habe auch keinen Frachtraum dabei. Ich hatte nämlich auch eine andere Abflugstelle irgendwo gefunden. Zwei besetzten Rettungskapseln, nur ich, wie gesagt, ohne Frachtraum in der ASP konnte ich das stecken lassen. Huch. Huch, 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 huch. Oh. Ja, das war jetzt. Ich habe es nicht hingekriegt, mich zu drehen. Ziemlich doof. Komm schon, Prügel darunter. Jawohl. Also hier hätte ich jetzt nicht springen wollen, wäre zwar geil gewesen, aber dann wäre ich vielleicht vorbei an der Stelle. Ich vermute mal, da liegt wieder irgendwas rum, was ich jetzt eh nicht mitnehmen kann. Oder halt, es ist nochmal was zum Scannen. Da. Persönliche Waffen. Ja, mehr nicht. Na, danke. Doch, wisst ihr was? Ach, da hinten liegt noch was rum. Wir machen jetzt ja einfach mal den Megasprung. Oh, wir steigen immer noch weiter. 300 Meter in der Luft. Bisschen mehr noch. Komm schon. 350, 370, 80, 400. Noch ein bisschen. Komm schon. 500. Okay, wir steigen natürlich auch, weil unten der Krater weiter in die Tiefe geht. Hahaha. 600 Meter. Okay, wir sinken schon wieder. Ganz entspannt hier, ne? Jetzt muss ich wieder abbremsen, sonst zerlegt es mir den Buggy. Achso, ich bin übrigens. Wo war denn das? Ach genau, bei einer dieser Aufnahmen für das kleine
knapp 3 Minuten Video, finde ich, in der Außenansicht halt geflogen für die Aufnahmen. Ach komm schon. Und bin ich halt voll gegen irgendeinen so Brocken geschossen, als mir das Schild zerdeppert. Und Hülle war dann auf 91%. Da hatte ich Glück, dass es die Bude überhaupt überlebt hat, weil eigentlich, als ich dann das sah, dass ich irgendwo dagegen krache, war schon zu spät. Ich konnte gerade noch zurück aus der Ansicht. Du kannst ja nichts bedienen. Also das Schiff nicht bedienen. Und wollte es noch retten und noch die Pips aufs Schild geben wenigstens, aber da war es dann gerade passiert. Aber wie gesagt, das Ding lebt noch, Gott sei Dank. War ich nämlich auch schon eine ganze Weile unterwegs. Oh, hier unten lag was. Wieder Ausbiss. Ausbiss ist gar nicht so doof. Da habe ich jetzt auch schon mal schöne Sachen gefunden eigentlich. Was hatte ich denn letztens? Was kam denn so oft vor? Okay, es kann wirklich am Planeten liegen, dass hier nur Käse dabei ist. Rums. Oh, 53% Rumpf. Ich glaube, ich repariere mal kurz. Wo ist es denn? Hier. Aber vor uns muss noch etwas ganz Großes theoretisch sein. Naja, komm, wir schauen es uns mal an. Vielleicht haben wir ja mal was Seltenes, aber ich gehe mal wieder von so einer Navigationsboje aus, die uns vielleicht 2.000-3.000 Credits bringt. Hui! Oh, das hat nicht geklappt. Huch! Gedacht, das reicht. Rumpf klar wieder kaputt? Nee. Rumpf hält noch 98%. So, das müsste. Ja, da ist es wieder. Genau das Teil meinte ich vorhin. So. Können wir uns gleich an unserem Reichtum ergötzen, wenn ich es gescannt habe. Geh kaputt. 3.000 Credits. Ich frag mich eh, was macht denn, wo kommt das denn her? Schiffe haben das ja nicht mal bei sich. Ich meine, 6.000 Lichtjahre, ehrlich? Warum? Bin ja sonst nicht so, aber na, ich weiß nicht. Da wäre ich dann doch eher ein bisschen also dann sollen sie wenigstens richtig Geld ausspucken, wenn ich schon sowas suche auf einem fremden Planeten so weit weg. So. Ne, ich fahre da jetzt nicht hoch. Ich rufe jetzt das Schiff her. Landet wahrscheinlich da oben oder gleich auf dem anderen Planeten. So weit ist er ja nicht weg. Ne, wir düsen nochmal darüber. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Wo ist er denn? Ah ja, gut. Braucht noch ein paar Sekunden. Sie macht sich noch fertig für uns. Schminken, Toilette. Okay, da ist er irgendwo drin. Da. Juhu, oh. Die Flugkünste kenne ich irgendwoher. Geil. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Oh, da sehen wir jetzt auch die Landestützen ausfahren. Ja. Das ist ja geil. Also so nah ist es selten gelandet. Hatte ich letztens mal das Glück. Da kam es auch direkt neben mir runter. So. So, sorry, da
hat es gerade die Aufnahme irgendwie abgebrochen. Ich weiß gar nicht warum. Naja gut, weiter geht's. Hab nichts verpasst. Wir düsen mal rüber auf den nächsten Planeten. Da oben auf die Beule drauf. Dürfte nicht so lange dauern. So gut wie alles, was ich hier bis hierhin auf dem Weg erforscht habe, war noch nicht erforscht. Also, wenn man von zu Hause, sag ich jetzt mal, hier aus der bewohnten Blase, so in die Mitte fliegt, ist schon sehr vieles erforscht. Aber hier in die Richtung, da war noch gar nichts weiter. Also ich sag mal, bestimmt 98-99% der Sachen, die ich angeflogen habe, auch jede Sterne, war noch nichts weiter erforscht. Ich glaube, da machen sich nicht so viele auf den Weg hin. So, wir wollen ja da oben hin. Schnell. Mein Gott, ist der zerbeult, ey. Ich bin zu schnell, oder? Komm schon, Orbital. Na, ah, verdammt. Ach, so ein Käse wieder. Scheiße. Ich glaube, das hier oben ist so diese, das Köpfchen, was wir vorhin gesehen haben, mit den beiden Bergen, mit den sieben Zwergen. Boah, scheiße, jetzt muss ich echt, warte mal, vielleicht kann ich gleich nochmal in den Supercruise gehen. Es gibt komischerweise zwei Massesperren bei den Planeten. Wir haben jetzt eine, die hört zwischendrin nochmal irgendwann auf und dann kommt sie wieder bei so ein paar Kilometer über dem Boden. Da, jetzt ist sie weg. Mal gucken, ob das überhaupt klappt. Ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Achso, ja, okay. Muss ich mich auf den Fluchtvektor ausrichten, mache ich natürlich jetzt nicht. Das wäre bloß ein sinnloses Hin- und Hergefliege, deswegen düsen wir jetzt einfach mal hier runter. Mist, ich wollte da hinten auf den Berg rauf eigentlich. Nein. Entschuldigt. Wir haben gerade einen Zuschauer. Sorry. Moment. Nein. Ich glaube, sie hat Lust mitzukommentieren. Weiß nicht, was mit da los ist. So, springt sie mir einfach über mein Cockpit, gibt's da nicht, immer ein Knüppel. Ach, Mist. Ich hab die letzten paar Minuten damit versaut, dass wir hier einfach bloß Richtung Boden geglitten sind. Ja, ist egal, pass mal auf, wir machen jetzt noch ein paar Minuten länger, vielleicht schaffen wir es hier irgendwie rauf auf den Berg. Das müsste klappen. Hier sind es ja auch plus 0,06 oder 0,05 vielleicht sogar, wenn wir gelandet sind. G. Ja, jetzt haben wir wieder die Massesperre. Bei knapp 2 Kilometern gerade mal. Das sieht so nah aus, ist aber eigentlich noch relativ weit weg. So, dann bringen wir den Vogel mal hier runter.
Kann ich hier drüben landen? Es ging gerade. Oh ja, doch. Da waren. Da war was. Das ist wieder ungeeignet. So, pack das Ding noch mal aus. Dann drehen wir noch mal hier eine kurze Runde. Wird mir auch direkt was angezeigt. Das könnte sogar ein metallischer Meteorit sein. Eins, eins frei und dann noch eins. Ach, guck mal. Da drüben ist der andere. Auf dem waren wir gerade. Oh, da hinten ist auch der Stern. Da oben. Sehr nah dran. Sind ja bloß, was waren es, 15 Lichtsekunden oder so? So ein Hill-Climb-Meister. Nein. Sorry, Leute. Normalerweise hält sie still, wenn ich aufnehme. Meistens. Und quatscht nicht rein. Ist ganz schön hoch, ne? Ich verschätze mich jedes Mal, ey. Gibt's doch nicht. Ach, Scheiße. Ah, halt an. Halt. Meine Güte, das geht aber echt hoch hier. Gibt's hier irgendwo was vor uns? Ja, würde es theoretisch sogar irgendwo was geben. Normalerweise, bloß mal als kurze Erklärung. Oh, wir müssen mal nachtanken. Moment, mache ich jetzt erstmal. Hab ich gar nicht bedacht. Normalerweise mautzt die Kleine nur, wenn ich aus Versehen die Größere mal in der Küche eingesperrt habe. Dann kommt die Kleine an, stellt sich vor mich und mautzt. Das ist dann so das Zeichen, dass die Große wieder mal sich in der Küche irgendwo versteckt hat, was sie eigentlich nicht machen darf. Und ich sie da dann beim Rausgehen auch nicht gesehen habe und dachte, okay, die ist draußen und habe sie dann eingeschlossen. So, aber das ist nicht der Fall, denn die Große sehe ich, also weiß ich gerade nicht, was sie hat. Naja. Scheiße, wir kommen jetzt hier nicht mehr hoch. Hab's versaut. Es tut mir leid. Naja, ich verabschiede mich mal mit dem wunderschönen Ausblick hier aufs Zentralgestirn, ganz in unserer Nähe. Dürfte ziemlich warm sein hier auf dem Planeten. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.